Herzlich willkommen zurück hier in Skylanders. Wie ihr erkennen könnt, habe ich ihn gar nicht ausgepackt. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, da diese Figur auch unheimlich teuer ist. Dieses Paket hier kostet 25 Euro bei Amazon. Einzeln würde er 50 Euro auch kosten, original verpackt, ne? Deswegen habe ich mir überlegt, ich lasse ihn einfach drinnen, wenn ich ihn da so hinstelle aufs Portal, man kann ja mal kurz zeigen hier, er steht da jetzt so drauf, dann werden die anderen nicht mit benutzt, weil wenn drei draufstehen werden, würde es ja nicht funktionieren. Aber so steht nur er drauf und ich werde ihn nicht auspacken, da er den Sammlerwert behalten soll einfach. Ich habe einige, die ich auch nicht auspacke, vor allem in den kleinen Packungen, das ist natürlich einfacher. Die sehen wir dann vielleicht auch noch mal später, die ich da noch so habe. Spreche mit Gurglefin. Ja, das tun wir gleich. Viele sind erst aus dem zweiten Teil, das dauert also noch ein wenig. So, das heißt, wir haben jetzt ihn. Jetzt können wir natürlich ihn auch einmal gucken. Er kann so ein paar tolle Dinge. Er wurde natürlich auch zur Sammlung hinzugefügt, normalerweise. Wurde er nicht. Das heißt, er wurde auch schon mal benutzt. Das ist fantastisch. Also ich habe ihn nicht Gebrauch gekauft bei Amazon, original verpackt, sondern neu, wie man ihn auch mal hier sehen kann. Also es hat oben sogar noch diese Folie drauf. Aber er scheint ja schon mal benutzt worden zu sein. Also sie haben ihn immerhin zurückgesetzt. Aber ich weiß auch nicht. Also, wir müssen ihn erstmal zu Eigentum hinzufügen. So. Wir wollen den Schonerhafen nochmal spielen. Ja. Wir müssen nur ihr Elite-Luftschiff finden, es vom Himmel holen und den goldenen Propeller klauen. Hm? Ganz einfach. Das Ganz wird einfach. Ein Zuckerschlecken, besonders für Helden wie uns. Helden, die Zucker mögen. Genau. Die Zuckerbrücke. Genau, Erde fehlt uns. Das heißt, Dean Rank wird auch nochmal hier zum Einsatz kommen. Das heißt, wir werden jetzt ein bisschen Boomer rumlaufen. Und dann auch noch ein Dino Rank später. So. In dieser Zone sind Skylander des Technologieelements stärker. Ist er ja sowieso, deswegen passt das ganz gut. Nee, doch nicht alles kaputt machen. Hauptsache, wir sehen hier das, was wir noch nicht gesehen haben. Vor allem der Erdteil. Die anderen Sachen versuchen wir so schnell wie möglich zu schaffen. Benutze die Kanone, um die Drow-Kampfschiffe abzuschießen. Ja, auch das machen wir wieder. Habe ich hier fast den hier abgeschossen. Bisschen Geld können wir ja sammeln. Den Uniform hat das Ding ja. Das ist irgendein versteckter Trick, den ich nicht kenne. Geld dafür. Für Boomer.
bisschen. Immerhin. 56 ist jetzt nicht sehr viel. Ah, sie hat scharfe fliegende Scheiben. Er hat sie runtergeworfen. Auch nicht schlecht. Gucken auch noch mal, was wir hier für Ziele überhaupt haben. Ein Hut und eine Schatzkiste fehlt hier einmal noch. Los, los, los. So, hier müssen wir rein. Wieder Dinge abschießen. Das jetzt auch nicht gebracht, zwar ein Leiter. Der kleine Mini-Boss erstmal. In dieser Zone sind Skylander des Luftelements stärker. Da hier Luftelement stärker ist. Ach nee, wir tauschen jetzt nicht. Ich tausche erst dann, wenn wir den Erdelementar brauchen. Wegen Roma. Also noch, wie gesagt, noch in der Verpackung. Der Zauber macht mal rauf, oder zu stellen. Immun. Dass das hier kein Geschoss ist. Das wird zählt aber als Geschoss. Aua. Macht sie kaputt. Stufenaufstieg. Und er ist Level 2. Du brauchst einen Erd-Skylander, um dieses Tor zu öffnen. Und er ist runtergefallen. Sehr schön. Ja, jetzt werden wir Boomer tauschen. Nehmen wir das hier weg. Und benutzen den Rank, den wir ja gefunden hatten. Und jetzt kommen wir da auch rein. Für die Leute, die gerne sehen wollen, wie das, wie man die anderen Schatzkisten kriegt und die anderen Sachen, dann müsst ihr ja im ersten Teil vom Schoner haben. In dieser Zone sind Skylander des mal reinschauen. Ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war. Muss ich auch mal wieder gucken. Nein, möchte ich nicht. Das war aber noch nicht alles. Wir müssen da nochmal wieder zurück. Man muss dann nämlich, glaube ich, da runterspringen irgendwie. So.
Und jetzt haben wir auch noch die letzte Truhe. Die noch ein bisschen Geld bekommen. Jetzt sollten wir auch alles haben. Naja. Heißt, an dieser Stelle könnte man das eigentlich jetzt auch noch beenden. In dieser Zone sind Skylander des Luft. Ich weiß gar nicht, ob das gespeichert wird, wenn man das einfach ausmacht jetzt. Deswegen mache ich das mal eben zu Ende. Ach, jetzt kommt hier See. Hallo, sehr gern. So ein Spaß, dass die Skylander zurück sind. Wir Feen tanzen immer mit den Skylandern. Ich bin Persephone. Hier kommt das Luftschiff. Oh je, machen wieder dumme Sachen diese Drow. Ich fliege besser zum Lichtkern zurück. Dort treffen wir uns später zum Tanzen. Fröhliches Glück, Skylander. Das ist ein bisschen komisch, diese Fee, aber so ist sie halt. So, wir haben es aber auch bald geschafft. Fee kommt dann nicht mehr. Der ist natürlich ein bisschen schwieriger zu besiegen mit dem Bumerang hier. Obwohl, wenn man die ganze Zeit draufhaut, sollte das funktionieren. Das ist auch lustig hier. Wir stehen so weit weg, dass er es gar nicht bemerkt hat. Wenn wir jetzt näher rangehen, fangen die beiden an anzugreifen. Und runterschmeißen. Also kann man natürlich auch den dritten Stern kriegen, wenn man die einfach nur runterschmeißt, einfach durchrennen. Ne? Das mache ich jetzt nicht. Und wenn man das auch alles nicht einsammelt, dann kann man auch ganz viel Zeit sparen eigentlich. Das ist das Elite-Luftschiff, das du suchst. Schieß es ab. Oh, Elite-Luftschiff drauf. Und das war's dann auch schon. So, damit hat sich der Part auch gleich erledigt. Ab jetzt werden wir natürlich auch keine Folgen mehr doppelt sehen. Hoffe ich zumindest. Weil wir haben jetzt ja alle Skylander-Typen freigeschaltet. Also alle Elemente, das heißt, wir können jedes Tor öffnen. Unglaublich. Fast so unglaublich wie ich. Boom! Jetzt können wir bestimmt noch höher fliegen. Komm, gehen wir zurück, damit ich mich an die Arbeit machen kann. Wir bringen das Baby an, fliegen rauf zu... Und dann fliegen wir rauf zu der anderen Sache, die wir schon gemacht haben. Die seht ihr dann davor, dem Part. Ja. Das war dieser Part. Und ich hoffe, dass euch dieser Part gefallen hat. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen oben da. Und wenn nicht, dann nicht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es dann weitergeht. Wir werden einen Part, ein Kapitel nochmal spielen. Und zwar die Öllacheninsel. Da hatte uns nämlich ein Feuerelementar gefehlt. Das werden wir nochmal machen. Und dann haben wir... danach weiterzugehen. Und dann bis zum nächsten Mal.